Letzte Jahr zuletzt in der Meisterschaft recht erfolgreich. Blau-Weiß Linz ist genau genommen eine neue Mannschaft. Allerdings mit dabei sind viele Spieler von Austria Tabak, die sich ja aufgrund eines abhanden gekommenen Sponsors fast aufgelöst haben. Und ein bisschen ist auch was vom FC Linz mit dabei. Vor allem konnte man die Fans gewinnen. Reisi Reisenbicher, größter Föst-Fan aller Zeiten, demonstriert die Wiederauferstehung der Blau-Weißen. Da das Spielfeld im Donauparkstadion, dem ehemaligen Tabakplatz, noch nicht bespielbar ist, wird die Cup-Begegnung am Werksgelände der Föst ausgetragen. Phasenweise strömender Regen macht es den Fußballern natürlich schwer, ihre Qualitäten zu zeigen, und so manche Aktion schaut außerdem ärger aus, als sie ist. Für diese Attacke gibt es allerdings Gelb für einen Schallerbacher. Die etwas spielfreudigere Mannschaft ist der Gastgeber. Chance um Chance wird von den Linzern herausgearbeitet. Und in der 11. Minute ist es Perzi, der das 1:0 für Blau-Weiß Linz erzielt. Wir haben hier eine Zeitlupe. Den Ball im Tor kann man noch erkennen. Kaum ist die Sonne, dann kurz da Toralarm im Blau-Weiß-Strafraum. Und während die Schallerbacher noch jubeln, aberkennt der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Assistenten das Tor wegen eines vorangegangenen Handspiels eines Schallerbachers. Ja, und diese protestieren jetzt natürlich wütend. So manch einer kann sich gar nicht beruhigen. Vor allem Pelzeder hier diskutiert endlos, bis es dem Schiedsrichter zu dumm wird und er die gelbe Karte wegen Kritisierens zückt. Pausenstand am Werksportgelände, also 1:0 für Blau-Weiß Linz. Kurz nach Wiederbeginn, wir schreiben die 47. Minute, Angriff der Linz und ein herrliches Kopfballtor von Leitner. Riesenjubel bei dem Mann, der zuletzt in Lenzing so gar nicht glücklich werden wollte. Er ist wieder zurück bei Austria Tabak und erzielt jetzt also für Blau-Weiß Linz, wie der neue Vereinsname ist, das 2:0. Strasser verwechselt dann in der 50. Minute die Sportart und erhält für dieses Hands die gelbe Karte. Aber auch Chancen haben sie, die Schallerbacher. Hier war das ein schöner Freistoß von Tomasic. An der Mauer vorbei, aber Richard Grammer war auf dem Posten. Auf der anderen Seite Perzi, ein schöner Kopfball. Und noch einmal Perzi, in die Mitte. Da kommt Grahofer. Der Ball geht aber knapp am Tor vorbei. Und jetzt gibt es noch die hässlichste Szene im Spiel, eine völlig unnötige Attacke von Aschauer. Vermutlich der Ärger über den Ballverlust, und er mäht von hinten Brammer nieder und sieht dafür zu Recht die rote Karte. Ansonsten tut sich nichts Bewegendes mehr. Blau-Weiß Linz schlägt Schallerbach mit 2:0 und darf zur Belohnung in der ersten Hauptrunde des ÖFB-Cups nach Pöllau fahren. Mit dem Ergebnis bin ich sicher zufrieden, mit der Leistung an und für sich nicht. Wir waren spielerisch noch nicht dort, wo wir hingehören, glaube ich. Aber wir haben noch 14 Tage Zeit bis zum Meisterschaftsstart, und ich glaube, wir werden sicher noch eingespielter, weil wir haben sicher eine neue Mannschaft, und da fehlt halt ein bisschen noch das Verständnis. Ich habe gehört, es sind schon gut 200 Saisondauerkarten verkauft. Ja, die letzten Meldungen sind, lauteten gestern ca. über 250, das was, glaube ich, sehr erfreulich ist. Und auf diesem Wege möchte ich den neuen Fans, den blau-weißen Fans, auf das Allerherzlichste danken. Und sie haben auch heute wieder bewiesen, sie sind für uns, zumindest in den Heimspielen, auf alle Fälle der 12. Mann. Ich